Frischer und moderner. So will die Schweriner Volkszeitung künftig auf Schienen durch die Landeshauptstadt rollen. Doch ehe sich die Straßenbahnlinie im neuen Glanz präsentieren kann, ging es dem alten Werbelook erst einmal an die Klebeschicht. Wir entschichten hier heute die Straßenbahn von der Schweriner Volkszeitung. Und das dauert in der Regel 1 bis 2 Arbeitstage. Wir haben uns aber heute vorgenommen, das an einem Arbeitstag zu schaffen. Wenn die ganze Folie runter ist, dann müssen wir die Straßenbahn noch reinigen mit einem speziellen Reiniger, damit die Klebereste und das Silikon im Prinzip entfernt werden. Die Beklebung kommt dann im Anschluss. Die dauert ein bisschen länger, weil das ja reines Handwerk ist. In der Regel 3 bis 4 Tage, aber das kann man auch vorher immer ganz schwer abschätzen. Muss man im Prinzip auch gucken, wie gut wir das auf die Bahn bekommen. Wie die Image-Kampagne auf Schienen der SVZ weitergeht, sehen Sie in wenigen Tagen.